Hallo und herzlich willkommen wieder bei Sensei. Ich freue mich sehr, dass Sie heute auch wieder dabei sind. Ich habe ein ganz besonderes Thema heute für Sie. Und zwar geht es um das geistige Heilen und um die geistige Aufrichtung. Was das ist, werden wir sehr gerne in dieser Sendung erzählen mit meinen ganz besonderen Gästen. Und zwar habe ich eingeladen ein Ehepaar, das auch international bekannt ist und auch arbeitet. Sie haben eine Heilerschule bereits vor 14 Jahren gegründet und sie geben ihr Wissen jetzt in Kursen und Seminaren weiter. Ich stelle euch gerne vor, Alexander und Caroline Tosca. Herzlich willkommen in meiner Sendung. Vielen Dank, liebe Nancy. Schön, hier zu sein. Gleich vorweg, liebe Zuschauer, wir haben ein bisschen hohe Temperaturen hier im Studio. Wir schätzen es auf ca. 40 Grad. Also vergebt mir, wenn ich da zwischendurch ein bisschen fächere. Ich möchte gleich auf eure Geschichte kommen. Denn du, liebe Caroline, du hast in der Pharmazie hast du studiert. Du bist medizinische wissenschaftliche Beraterin gewesen. Ja. Und du hast eine Grafikerausbildung gemacht, lieber Alexander. Aber die Geschichte fängt bereits vor 30 Jahren an. Und da möchte ich gerne darauf zu sprechen kommen. Wer ist dein Vater? Ja, mein Vater ist ein sehr lieber Mensch. Und wir haben vor vielen Jahren, so wie viele andere auch, sich für Spiritualität interessiert. Ich kann mich sehr gut daran erinnern, wie wir verschiedene Ernährungsweisen praktiziert haben. Mein Vater hat viel Yoga praktiziert, denn er hatte Rückenschmerzen. Also das, was auch Tausende von Menschen mit ihm geteilt haben. Und dann kam der Tag, wo er dank der Rückenschmerzen seine Heilweise, die heute als die geistige Aufrichtung bekannt ist, entwickelt hat. Es ist ihm, glaube ich, auch widerfahren, hast du erzählt. Es war eine Art Spontanheilung oder wurde das initiiert dann bei das ihm? Das war eine Spontanheilung und dem ging voraus, dass er sich einfach nicht bewegen konnte, hatte starke Schmerzen. Die Ärzte wollten ihn operieren und dann hat seine Odyssee begonnen. Mhm. An die 9 Monate, man kann ja auch sagen wie eine Geburt, also wie eine Schwangerschaft, hat er sich auf die Suche gemacht und hat dann in Israel, Jerusalem, an der Klagemauer eine Selbstheilung erfahren und ihm kam auch später zu Bewusstsein, dass er diese Energie, die er in sich verspürt hat, weiterentwickeln kann, um anderen Menschen, die ähnliche Probleme haben, zu helfen. Genau, und liebe Zuschauer, es ist nicht geringerer als sein Vater, ein international bekannter, momentan lebender Heiler, und zwar, das ist Piotr Elkunovic. Du hast ein Buch darüber geschrieben, wir kommen da gleich auch darüber zu sprechen. Wir verlosen übrigens diese drei Bücher am Schluss von der Sendung, aber jetzt möchten wir gerne auf euch zurückkommen. In sehr jungen Jahren bist du also durch deinen Vater geprägt worden und du hast eine Grafikausbildung gemacht. Mhm. Dann habt ihr euch zwei gefunden. Wie seid ihr dazu gekommen, jetzt dann diese Heilerschule zu gründen? Bist du da alleine, hast du alleine angefangen oder habt ihr das miteinander angefangen? Wir haben das gemeinsam angefangen und ich habe aber zuvor mich für eine Veränderung interessiert. Ich habe ja in der Werbung gearbeitet, mich haben spirituelle Themen interessiert, spirituelle Botschaften, in Werbung eben das, was ich machen konnte, zu vermitteln. Und irgendwann mal kam der Tag, wo ich nichts mehr machen konnte, was mich interessiert hat und wo ich auch dahinter stehen konnte. Und dann kam die Berufung. Nein, dann kam einfach der Wunsch, mich davon zu distanzieren. Mhm. Ich habe mich wirklich bemüht, hatte einen sehr guten Chef gehabt. Wir haben Anti-Raucher-Kampagne gemacht und so verschiedene Sachen. Und irgendwann mal ging das nicht mehr weiter. Und das war 9/11, als diese schlimme Katastrophe war. Und das war für mich einfach der Zeitpunkt, wo ich mich als Freelancer beschäftigt habe und parallel dazu mit Yoga mich weiter beschäftigt habe, mit geistigem Heilen auch. Und dann führte mich mein Weg auch zu meinem Vater. Mhm. Er hat Unterstützung gebraucht und so kam ich gelegen. Seine zweite Hand warst du sozusagen und dann kam auch dann die... Ich durfte ihm über viele Monate assistieren und habe ihm über die Schulter geschaut und das war auch die Zeit, wo er an den Basler Psi-Tagen teilnehmen konnte und so seine Heilarbeit präsentiert hat und danach habe ich sehr viel über das geistige Heilen, so wie er das anwendet,
kennengelernt. Und dann kam auch die Idee, auf etwas mehr zu recherchieren, also noch weiter Informationen zusammenzutragen als das, was in seinen Broschüren da war. Und dann habe ich mich damit beschäftigt, das Buch über die geistige Aufrichtung zu entwickeln und der ganzen Heilweise auch den Namen geistige Aufrichtung zu geben, denn es hatte vorher keinen Namen. Das ist ganz, ganz spannend, diese Geschichte. Ich habe ja deinen Vater auch an der Lebenskraftmesse vor 12 Jahren kennengelernt, weil ich bin selber auch ein gebranntes Kind. Ich gehöre zu den vielen, die bereits im Teenageralter bereits eine Skoliose entwickelt hatten. Und darum finde ich dieses Thema heute auch persönlich sehr, sehr interessant. Bevor wir zu dir kommen, Caroline, und auch was du alles dort machst oder was ihr dort weitergebt, möchte ich zur spannendsten Frage jetzt gleich am Anfang der Sendung kommen. Was ist die geistige Aufrichtung? Wer möchte da dazu Stellung nehmen? Oder auch du kannst gerne. Ja, gerne. Ja. Ich denke, Alexander ergänzt das dann gerne. Natürlich. Also erstmal ist es eine ganzheitliche Behandlung. Es ist ein holistischer Ansatz, der sehr stark die Wirbelsäule im Zentrum hat, da die Wirbelsäule der Träger der Lebensenergie ist, wie wir wissen, und auch alles angeschlossen ist an die Wirbelsäule, insbesondere aber eben auch unser Lebensplan. Alle unsere Gefühle sind angeschlossen, Gedanken, unsere Talente und unser ganzes Leben ist darin gespeichert. Und somit ist natürlich jeder Ansatz, der an der Wirbelsäule ansetzt und sie auflockert, aufrichtet, stärkt, ein holistisches, ganzheitliches Prinzip. Und ihr macht keine Knochenarbeit, indem ihr etwas einrenkt, sondern es ist auf geistiger Ebene wirkt ihr ein. Ich habe es auch bei mir selber erfahren durch deinen Vater. Ganz kurz erklärt, die Vorgehensweise, man muss nicht erklären, wie ihr es genau macht, das könnt ihr ja dann nachher bei euch lernen. Aber es ist der Patient, der Klient, der liegt bei euch und ihr steht davor und ihr zeichnet dann zum Teil auch was sind das eigentlich für Zeichnungen? Darf ich das ganz kurz fragen, für die, die das nicht wissen? Also die Menschen liegen ja dann so da und da werden da zwei Striche gemalt. Für was soll das gut sein? Was passiert denn da, wenn ich fragen darf? Das ist für die Menschen. Also das hat mit der Energieübertragung insofern was zu tun, dass wir mit den Strichen zeigen können, wie ist die Beckenschiefstellung vorher. Und wie verändert sich das? Einfach als sichtbare Veränderung. Ja, denn die Menschen heutzutage brauchen diesen sichtbaren Beweis. Und was sie aber individuell spüren, hat mit den Strichen überhaupt nichts zu tun. Sie liegen, weil das einfach eine bequeme Haltung ist. Aber die Energie übertragen kann ich über die Ferne. Der Mensch kann vor mir sitzen, er kann stehen, es können auch mehrere sein. Das ist interessant. Es wirkt, wenn es wirken soll, nicht wahr? Ja. Und was ich auch ganz spannend finde, liebe Caroline, ihr plädiert auch dafür, dass vor allem junge Frauen kommen zu euch. Was hat das auf sich? Warum ist es so wichtig, dass Frauen, junge Frauen kommen? Und ich möchte auch die einbeziehen, die nicht eine rein äußerliche Deformation haben, denn die geistige Aufrichtung ist eine geistige Aufrichtung, also sie wirkt nicht nur auf die Wirbelsäule, sondern auch auf den Geist. Warum sollen vor allem die jungen Frauen oder Männer zu euch kommen? Am besten schon die Kinder. Oder die Kinder sogar. Deswegen haben wir auch da wirklich so ein Augenmerk, da kommen wir später noch drauf zu sprechen, gesetzt. Die Kinder und die jungen Frauen sind besonders wichtig, auch die jungen Männer natürlich. Zum einen, weil wir natürlich dann mit eine neue Generation auch schaffen. Wenn wir aufgerichtet sind, verändert sich alles im Leben. Wir gehen auch aufrechter, aufgerichteter durchs Leben, bekommen neue Impulse. Das Leben nimmt auch eine bestimmte Richtung auf. Wir gehen keine Umwege mehr. Also wenn man sich auch vorstellt, die Wirbelsäule ist unser Lebensplan, solange sie noch gekrümmt oder gar verdreht ist oder wir Buchtungen nach innen und außen geht haben. Geht man noch Umwege? Ganz genau. Ach, und danach gehst du einfach auf dein Ziel klarer hinzu. Und je mehr Menschen eben, und das ist unsere nächste Generation, aufgerichtet sind, desto mehr Wandlung wird es auch im Kollektivbewusstsein geben. Also ihr leistet eigentlich eine Vorarbeit für einen gesünderen Mensch auch in der Zukunft, also dass wir nicht mehr solche Belastungen haben. Meine Frage ist aber, woher kommen diese Deformationen aus eurer Sicht? Was meint ihr da dazu? Die meisten Deformationen kommen schon bei der Geburt.
bringen wir sie mit? Durch, ausgelöst durch die Geburt oder durch die Schwangerschaft? Auch, aber auch die 9 Monate vorher. Wenn man so will, natürlich auch die Inkarnationen vorher. Wenn man in diesem Modell denkt, wir tun das, aber ganz gewiss die 9 Monate Mutterleib, haben wir eine sehr früh ausgebildete Wirbelsäule, wir sind sehr durchlässig, jede Zelle empfängt Informationen und all die Einflüsse, die auf uns einwirken, die Gedanken der Eltern, die Pläne, auch gesellschaftliche Schwingungen, wenn da Angstfelder im Energiemuster sind, all das prägt sich ein in dem Ungeborenen und bei der Geburt bringen wir dieses Energiemuster mit. Und das verfestigt sich mit zunehmendem Alter und die meisten Imbalancen, die wir sehen, die wir eben optisch im Körper auch sehen, haben wir aber schon viel früher erworben. Und es ist sehr schwer, da selber durch Übung oder Yoga dran zu kommen. Ja, ich kenne es auch durch meine Leidensgeschichte, die ich erfahren habe, liebe Zuschauer. Also mit 18 hatte ich die ersten Hexenschüsse und ich konnte auch nicht mehr schlafen, nicht mehr stehen zum Teil. Und da kamen noch andere Sachen dazu. Das ist wirklich sehr mühsam gewesen, es war bei meinem Weg. Ich denke, das hat auch vielleicht mit Vorleben zu tun etc. Ja. Und da bin ich auch sehr dankbar, dass solche Menschen wie ihr, ich hätte jetzt fast gesagt erlöst oder einen einfachen Weg macht. Ihr wohnt in Deutschland. Und in der Schweiz, ihr bietet beide hier Heiltage an und gleichzeitig auch Ausbildungen. Ja, da komme ich auch noch gleich darauf zu sprechen, weil ich finde jetzt was super, super Spannendes, was ihr zwei macht. Also liebe Zuschauer, diese zwei herrlichen Personen hier, die sind vom thailändischen Gesundheitsministerium. Seit 2006 arbeiten sie zwei mit dem Ministerium zusammen. Ihr macht da was ganz Besonderes, was ich denke, was auch die Zukunft für unser Land hier ist. Weil ihr arbeitet mit Ärzten und mit Krankenschwestern auch zusammen. Ihr gebt Kurse. Das ist etwas, was bei uns hier eigentlich noch undenkbar ist. Wie habt ihr das geschafft und wie ist es zu dieser Zusammenarbeit gekommen? Alexander. Das ist jetzt nun doch einige Jahre her. Wir haben Menschen kennengelernt, die sich sehr für unsere Heilweise interessiert haben. Und dann gab es eine Einladung zu Fernsehsendungen über alternative Heilweisen. Und daraus hat sich dann ein thailändisches Buch ergeben und eben das Interesse, an die Krankenhäuser zu gehen. In Thailand gibt es Provinzkrankenhäuser mit über 1000 Betten. So etwas kennen wir in der Schweiz und in Deutschland nicht. Und viele Spitäler haben auch die Möglichkeit, 24-Stunden-Service anzubieten. Und da sind zwischen 300 und 500 Krankenschwestern. Und die haben das Interesse, den Patienten auch emotional helfen zu können. Sie sind auch dafür offen. Die sind offen dafür, weil das Gesundheitssystem... Entschuldigung, dass ich dich unterbreche. Ist das eine Mentalitätsfrage? Das kommt vom Buddhismus her. Ah, jetzt und die haben eben auch so alte Heilweisen, die sind dabei in Vergessenheit zu geraten. Und daher waren wir zwei Europäer exotisch genug, dass wir nach Thailand kommen und alternative Heilweisen präsentieren. Und die Arbeit sieht so aus, dass wir Vorträge halten dürfen. Es gibt aber keinen direkten Austausch mit den Ärzten. Also zu Beginn sind wir auch zu Patienten gegangen und haben dann die Energie übertragen. Dann gab es Untersuchungen, wie ist die Reaktion. Dann gab es auch Koma-Patienten und so. Und das hat damals eigentlich schon ausgereicht, um zu sehen, da passiert in der Tat einiges. Und jetzt ist es so, dass wir Tagesseminare anbieten und dazu ist auch das Buch 3 Heilung entstanden. Wir haben ein Konzept entwickelt, das den Krankenhausmitarbeitern ermöglicht, mit wenig Seminarzeiten schon etwas für ihre Patienten machen zu können. Also Energieübertragung für die Art, wie wir denken, also für den Kopf, für das Intellekt, dann Energie für das Herz, für die Emotionen, Gefühle und auch Energie, um die Willenskraft zu stärken, ja, damit die Menschen, egal in welcher Situation sie sind, Krankheit, physische Krankheit, psychische Themen, dass sie die Willenskraft verstärkt bekommen, um dahin durchzugehen.
weil wir verstehen Heilung als etwas Ganzheitliches. Habe ich gerade gedacht. Mhm. Ja, wunderschön. Ja, ja, wunderschön. Da sind wir nicht die Einzigen, aber zumindest haben wir für uns ein Konzept erstellt, um das Ganze präsentieren zu können. Und das ist dann auch ein Wegweiser für Menschen weltweit, ganz gleich, welche Religion, welche Kultur sie angehören. Und das kommt gut an. Also ich habe das, ich habe die Fotos gesehen, ja. Die liebe Zuschauer bekommen auch die Fotos zu sehen. Die drei Heilung, was heißt das? Was ist das, auf was bezieht sich die drei? Ja, drei, wir wissen, ist eine sehr spirituelle Zahl. Die Dreifaltigkeit, die Dreieinheit findet sich immer wieder in der Natur. Wir haben jetzt gerade am Wochenende ein Seminar, wo wir uns auch viel mit Kristallen beschäftigen. Bergkristall hat auch zum Beispiel das trigonale System als innere göttliche Geometrie. Also findet sich sehr häufig die Drei und beschreibt eben auch unser Drei-Sein, Körper, Seele und Geist. Und da wir eben nicht nur glauben, dass wir physische Materie sind und auch nicht nur Geistwesen, sondern aus diesen drei Komponenten noch mit der Herzebene in Verbindung bestehen und alle in Balance sein sollen und alle wohlbestellt sein sollen, ist uns das so ein Anliegen, dass in Zeiten großer Imbalance und großer Unruhe da eben wieder mehr Harmonie aufgebaut wird und jeder das auch in seinem Alltag sehr gut umsetzen kann. Ist auch nicht etwas, was man nur mit einem langen, stündigen Training oder Seminar oder Wochenende praktizieren kann, sondern täglich einbaut. Und das ist auch ein bisschen unsere Philosophie, ist sehr einfach, sehr prägnant zu halten, so dass man das im Alltag auch anwendet und eben auch die Früchte dann erntet. Ich habe es ja erleben dürfen bei euch. Ja, ja, das ich stimmt. Ich war bei euch in der Ausbildung, bei drei Modulen war ich dabei, liebe Zuschauer. Ich wollte mir das auch nicht nehmen lassen, ich wollte da auch reinschnuppern. Seit dass ich Mutter von drei Kindern bin, lege ich auch immer intuitiv die Hände auf. Dann spürt man das, was fließt, sprich die Liebe, wollte es aber intensivieren und habe euch dann besucht und drei Module bis jetzt auch besucht. Und ihr bietet ein enormes Feld von verschiedenen Werkzeugen, Instrumenten etc. an, die man auch dann tagtäglich anwenden kann. Ich habe sogar den Zuschauern, ich muss gucken, hier ist es, habe ich was mitgenommen, wenn ich das zeigen darf. Das ist da vorne und da hinten darf ich nicht so viel zeigen, weil sonst würde ich es schon ein bisschen verraten. Das ist eine sogenannte Heilkarte. Also eine Heilkarte, die habe ich selbst gemacht bei euch und immer wenn ich in einer Art Disharmonie bin, ich bin im Stress, ich habe viel zu tun, dann nehme ich die Karte, schiebe sie mir ans Herz oder schlafe drauf und ich merke einfach, das funktioniert. Ja. Und darum bin ich ja auch so überzeugt davon, das Wissen, was ihr weitergebt, dass das sehr, sehr wertvoll ist, das ist mir eben auch wichtig und auch als Referenz für euch Zuschauer. Was bietet ihr in euren Kursen jetzt zum Beispiel an? Ich habe jetzt hier ein Werkzeug gezeigt, aber es ist ja noch viel, viel mehr. Ja. Aura-Chirurgie. Genau. Großes Wort. Was kann sich zum Beispiel ein Mensch, der sich noch nie damit befasst hat, unter diesem Begriff ungefähr vorstellen? Aura-Chirurgie heißt im Grunde genommen, dass wir nicht im physischen Körper arbeiten, sondern in der Ursachenebene, im feinstofflichen Feld, im geistigen Ebene. Und dort schon die Veränderungen vornehmen, die eben wichtig sind, diese Veränderungen, damit sie sich dann physisch wieder als Erneuerung, als Gesundheitsprozess auch durchsetzen können. Und das ist auch der Ansatz in unseren Seminaren, dass wir sagen, wir möchten nicht nur einen spezifischen Weg zeigen, auf dem wir auch beharren, sondern es sind immer Konzepte, wie Alexander eben schon gesagt hat. Und Konzepte heißt auch immer, es bleibt sehr lebendig. Es wird ein gewisser Leitfaden vorgegeben oder ein Netz. Und dann können die Menschen, also die Teilnehmer, einfach auch für sich selber herausfinden, was entspricht mir besonders, was verändere ich auch ein bisschen in eine Richtung, die mir Freude macht. Und so haben wir eben auch Augenbehandlungen, wir haben Leberreinigung. Stopp, da möchte ich gleich darauf zu sprechen kommen. Weil da leuchten deine Augen auf. Ja, weil ich hatte da eine persönliche Erfahrung. Ich habe wirklich nichts erwartet. Und wir haben das gemacht mit dieser Kristallheilung, mit diesen Kristallen. Und ich verrate jetzt nicht, was wir gemacht haben, aber wir haben es gemacht und ich habe das ohne Erwartung gemacht. Und ich bin sehr stark weit, also ich sehe super in der Weite und bei mir kam ein bisschen so die Alterskurzsichtigkeit mit meinen 45 jungen Jahren und nach dieser Behandlung habe ich dann plötzlich tatsächlich gemerkt, als du wieder an der Tafel standst oder du was geschrieben hast oder irgendwie, dass ich plötzlich besser gesehen habe. Ja, schön. Und das hat
aber ein paar Wochen angehalten und jetzt darf ich es wieder machen. Mhm. Wie funktioniert das dann mit der Geistheilung allgemein? Auch die geistige Aufrichtung, ist die für immer? Und hat es einen Unterschied zwischen der geistigen Aufrichtung und Geistheilen von der Zeitdauer, von der Haltbarkeitsdatum her? Absolut, absolut. Die geistige Aufrichtung ist eine Energieübertragung, die in Sekundenschnelle stattfindet und das auch nur einmalig. Da braucht die geistige Aufrichtung nicht wiederholt werden, weil es eine Impulsgabe ist. Nun hat jeder Mensch seinen Alltag, seine Aufgaben, seine Probleme, seine Art und Weise, damit umzugehen. Der eine kann monatelang, jahrelang keine Beschwerden haben und ein anderer bekommt einfach aufgrund der Alltagssituation Themen, mit denen er nicht fertig wird und dann entstehen Beschwerden darauf. Daraufhin haben wir drei Heilung entwickelt. Das beinhaltet Anwendungen und Meditation für den Alltag. Also Heilungsmeditation für den Alltag ist ein Leitfaden, was jeder befolgen kann, um seinen Alltag zu meistern. Und so wie wir tagtäglich Nahrung aufnehmen, die meisten zumindest, können wir auch uns angewöhnen, etwas energetisch für uns zu machen, damit wir tagtäglich die Energie, die von außen auf uns einwirkt, reinigen können, ja, damit dann nicht so viel anhaftet. Das ist gut. Wir sind so am Schwitzen, liebe Zuschauer. Also ich sage es Ihnen ganz ehrlich, wenn die Kamera wegschwenkt, dann bin ich hier die ganze Zeit am Fächern. Ich glaube, wir müssten mal messen, es ist um die 40 Grad, haben wir geschätzt. Ja, genau, gute Energie, haben wir schon gesagt. Das ist gut. Ich möchte das jetzt eigentlich auch noch mit einer Abschlussrunde vervollständigen, weil es ist ja Wahnsinn, was ihr alles anbietet. Und jetzt habt ihr noch was. Ihr habt tatsächlich auch noch eine Stiftung gegründet, und zwar im Jahre 2010, die Stiftung für spirituelle Gesundheit. Ja. Wie seid ihr jetzt da drauf gekommen und was beinhaltet die? Ja, das erzähle ich dir gerne, liebe Nancy, weil das war auch so eine schöne Entwicklung. Wir planen die Dinge nicht, das ist nicht etwas, was im Kopf geboren wird, sondern das entsteht durch die Menschen, denen wir begegnen, durch die Einflüsse, die auf uns wirken. Und wir achten im Grunde genommen nur darauf, dass wir uns hoffentlich möglichst rein und klar halten und die Impulse, die wir bekommen, geistig auch gut umsetzen. Und ein ganz klarer Impuls war, dass wir unterstützen möchten Menschen, die vielleicht aus finanziellen Gründen oder eben aus gesundheitlichen Gründen nicht zu uns kommen können. Und wir haben 2010 diese Stiftung gegründet. Wir sind ja immer einmal im Jahr, wie du eben schon gesagt hast, in Thailand, machen da auch Arbeit an den Waisenheimen, in Seniorenheimen, haben immer vielen schon Kinder. Viele Kinder durften wir aufrichten. Das ist eine ganz schöne Aufgabe. Mhm. Und da haben wir gesagt, das möchten wir eigentlich unterstützen. In jedem Land, in dem wir heilen, und wir sind ja sehr global tätig, möchten wir ein Projekt haben, wo wir die Initiatoren persönlich kennen, wo wir selber auch vor Ort sind und das geistige Heilen auch gemeinsam praktizieren und eben auch spenden. Und für uns ist es immer schön, weil wenn wir ein gutes, gesundes, glückliches, erfülltes Jahr gehabt haben, dann zu reisen und das auch zu teilen und auch auf diese Art und Weise Danke zu sagen, das ermöglicht uns eben die Stiftungsarbeit, und ja, wir könnten keine schönere Aufgabe haben. Also das ist ein ganz, 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 ganz wesentlicher Punkt. Danke, dass du es ansprichst. Ja. Jetzt macht ihr so viel. Ihr seid sehr, sehr viel unterwegs. Ja. Habt ihr einen persönlichen kleinen Tipp für die Zuschauer, wie sie zentriert bleiben können? Eine ganz kleine Übung vielleicht. Ich stelle mir vor, ihr seid im Flughafen unterwegs und. Vielleicht haben die Zuschauer nicht so ein bewegtes Leben wie ihr, aber trotzdem ihre Herausforderungen. Was ist euer Tipp im Alltag? Eine kleine Übung. Absolut. Das ist ein Leitgedanke, auf den die Ausrichtung der Stiftung basiert, nämlich tue gut und fühle dich gut. Und das beinhaltet auch das Konzept der Dreiheilung, nur dass da noch das gute Denken integriert wurde. Also wenn man dem Leitgedanken folgt, denke gut, handle gut, fühle gut, die Reihenfolge spielt dabei keine große Rolle, dann lenke ich meine Aufmerksamkeit in meine Art und Weise, wie ich denke. Ich kann meine Gedanken beobachten. Ich kann, wenn ich Entscheidungen treffe, mich auch fragen, wie will ich mich danach fühlen? Und entsprechend die Absicht, die hinter meinen
Handlungen steckt, nochmal überdenken. Also es läuft immer in einer der Ebenen abwechselnd und ich kann daran arbeiten tagtäglich, eigentlich jeden Augenblick, indem ich die Harmonie zwischen diesen drei Welten in mir, zwischen den drei Ebenen und Energien, immer wieder aktiviere. Und so setze ich das Karma des Guten in Bewegung. Also ich bin immer bei Bewusstsein, was mache ich, welche Auswirkungen hat das und erfreue mich daran. Und das Gute ist, die Energie bleibt nicht in mir, sondern sie fließt auch nach außen und kommt dann von außen zu mir zurück. Und bei mir geht das Herz auf, wenn du so redest. Das ist schön, ja. Aber ich wollte es noch konkret sagen, weil du auf den Flughafen zu sprechen kommst, wo wir ja eben herkommen. Wir sind gerade erst eingeflogen. Wenn ich im Flughafen sitze, mache ich das auf eine mentale Art und schließe ich die Augen und verbinde mich mit der Mentalebene, baue da Harmonie, Licht auf. Dann kann ich in die Bauchebene gehen, die eben den Alltag und den Willen repräsentiert, da die Kraft aufbauen. Das kann ich auch wie so eine Affirmation sagen und im Herzen dann die Liebe. Wenn ich zu Hause bin oder in einem geschützten Raum, dann kann ich das natürlich auch noch unterstützen, indem ich die Hände auflege, entweder auf die Hemisphären, auf die Gehirnhälften und das Licht im Mentalkörper erhöhe, dann auf den Solarplexus, dort die Kraft, die Willenskraft anhebe und zum Schluss beispielsweise dann auf die Herzebene, die Liebe, die Harmonie stärke. Ich entspanne mich schon. Ja, das ist wirklich, das es wirkt. Ist sehr das simpel, wirkt. Ja, und also auch so effektiv. Ja, Wörter schön. Wie Liebe etc. In Affirmationen eingebaut. Wir kommen schon zum Schluss der Sendung. liebes Ehepaar, liebes Team, liebe Freunde, ihr seid mir schon ins Herz gewachsen. Schon. Ich liebe die Menschen immer so gerne. liebe Zuschauer, wir möchten auch noch euch in Genuss geben, einer dieser Bücher gewinnen zu dürfen, schreibt mir doch auf redaktion@sensei.ch und diese drei Bücher werden verlost und die glücklichen Gewinner werden wir auf unserer Facebook-Seite Sensei dann in circa 2 Wochen präsentieren. Ich möchte mich jetzt von ganzem Herzen bei euch bedanken, dass ihr dabei gewesen seid. Vielen Dank. Herzlichen Dank, dass ihr die Einladung gefolgt seid, trotz dieser Sommerhitze. Sehr gerne. Sehr gerne, liebe Zuschauer. Ja. Ich möchte mich auch bei Ihnen für Ihr Interesse bedanken, dass Sie zugeschaut haben. Und wenn Sie Interesse haben, das selber zu erfahren, besuchen Sie einen Heiltag bei Caroline und Alexander Toska oder lassen Sie sich selber zum geistigen Aufrichter ausbilden. Herzlichen Dank und einen schönen Abend.